Jetzt bin ich an der Hohen Straße. Das letzte Video, was ich gemacht habe von der Hohen Straße. Woanders, diese Hohe Straße hat praktisch hier ihren Ursprung in Dieburg. Und die sieht man halt hier eben noch als Damm am Weg entlang laufen. Es ist so ganz unscheinbar, diese Hohe Straße, wie die hier in Dieburg anfängt. Fast wie ein Fußweg. Das ist die Straße, die römische Straße, die zum Kastell nach Stockstadt geht. Man sieht, dass man eigentlich fast nichts mehr von ihr sieht. Deswegen war das damals auch so schwierig, bis wir das erstmal lokalisiert haben, wo die entlang läuft. Zum Beispiel hier veräppt jetzt schon wieder dieser Damm. Der ist jetzt hier schon gar nicht mehr da. Und jetzt wieder ein paar Meter weiter ist von der Hohen Straße wieder vorne nichts mehr zu erkennen. Man sieht nur noch den Wald. Und jetzt hier an dieser Stelle lässt sich das schon wieder ein bisschen erahnen, weil es mal wieder so ein bisschen hoch geht. Aber so wirklich sieht man es nicht mehr. Jetzt laufen wir noch ein Stückchen weiter vor. Die Hohe Straße von Dieburg zum Kastell nach Stockstadt. Und erst jetzt hier vorne sieht man die wieder. Also es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Da sieht man auch wieder so einen verbogenen Baum. Und bis da vorne auf Dieburg Richtung Altheim, am Altheimer Weg, wo man noch das richtig sieht, die Hohe Straße, ist die nur noch mal zu teilen im Wald in Schafheim, über das Feld sichtbar und noch mal in Groß-Ostheim. In Groß-Ostheim war sie sichtbar, da haben wir sie aber nicht gefunden, obwohl sie beschrieben ist in Büchern. Da hat man sie auch plan gemacht. Das wird ja gemacht, damit der Harvester, wenn er dann die Bäume fällt, nicht irgendwo stecken bleibt. Und die dann praktisch einen Schaden haben, weil das Ding nicht fahren kann, von mehreren tausend Euros pro Tag. Dann werden solche Sachen einfach plattgeschoben. Ja, die Hohe Straße, die unscheinbare Hohe Straße. Und genau auf der anderen Seite von dieser Hohen Straße in Dieburg, da sind dann diese Zwieselbäume. Ich will hier gerade mal zeigen, wie die so aneinander gewachsen sind. Ja, das sind schon sonderbare Bäume. Und immer wieder in der Nähe von Hügelgräbern oder von römischen Hinterlassenschaften. Was das miteinander zu tun haben könnte. Genau wie so ein tolles Exemplar von so einem tollen Baum. Ich hätte es jetzt gerne nochmal gezeigt, die anderen Hügelgräber, die es hier hinter mir gibt. Aber ist alles verwachsen. Die Zecken, diese kleinen Biester, da warte ich lieber mal bis im Herbst, Winter und da kann ich das immer noch mal zeigen. Dann ist die Vegetation nicht mehr so dicht, da sieht man die auch eher. Also weiter geht's auf dem Altheimer Weg, dem Pilgerpfad entgegen. Ich bin dann jetzt hier noch mal hergefahren, beziehungsweise hier dran vorbeigekommen, das liegt ja auf dem Weg. Hier ist die Hohe Straße schon knapp 5 Kilometer von Dieburg entfernt. Sieht man sie mittags noch mal. Ich selbst finde es immer wieder beeindruckend, diese Straße im Wald zu sehen. Schon ein imposantes Bauwerk, was vor 2000 Jahren als Straße betrieben wurde. Die Hohe Straße von Dieburg nach Stockstadt. Das ist die Richtung nach Stockstadt. Eigentlich haben wir ja Hochsommer, aber ich will es gerade noch mal zeigen, aufzeigen. Herbst ist ja noch keine. Die Bäume im Wald vertrocknen. Das sind schon die Herbstfarben
mitten im Hochsommer. Gewaltige Temperatur, schätzungsweise 33, 34 Grad. Und wirklich trocken. Und das ist schon erschreckend, das ist nicht nur da vorne so, dass hier am ganzen Altheimer Weg entlang, wo die Bäume wie im Herbst vertrocknet sind. Im Herbst hat es ja einen anderen Grund, aber jetzt ist es die Trockenheit. Das ist der Zustand des Waldes. Bei Corona macht man einen Lockdown und es geht alles sofort, alles steht still. Und im Klimaschutz, da gibt man der Industrie, der armen gebeutelten, durch Corona gebeutelten Industrie, lauter Bonbons mehr und vergisst die Umwelt, die Natur. Das ist auch noch so ein Bumerang-Effekt, der wird sich auch noch rächen an der Menschheit. Dann ist hier am Altheimer Weg noch so ein Ort der Ruhe, der Besinnlichkeit, des Glaubens. Mit den Zweien. Ich muss gleich das Gebet aufsagen. Ich mach das immer ein bisschen anders. Ich bete immer was anders als wie diesen normalen Text. Die Liebe ist meine Hirtin. Mir wird nichts mangeln. Sie weidet mich auf grüner Au und führet mich zum frischen Wasser. Sie erquicket meine Seele. Sie führet mich auf rechter Straße um ihres Namens willen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tale, so fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Licht und deine Engel begleiten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl, du schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit folgen mir mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause der Liebe immer da. Amen. Das sind Worte, die klingen für die einen leer und haben doch ganz schön Kraft. Geben Kraft. Einfach so. Glaube und Hoffnung. Da erinnern wir uns auch hier nochmal zurück. Also da vorne an der Ecke von dem Waldrand kommt der Pilgerpfad, geht hier über das Feld und zieht dann nach da vorne in Großumstadt über den Bahnübergang in der Hackersiedlung. Der Föhnwind bläst direkt aus Osten. Wenn der Wind aus Osten auch immer kalt ist, aber heute ist er, bringt er keine Abkühlung. Also wenn man hier so drüber guckt, dann sieht man nachher auf dem Film, kann man das ganz dunkel oder ganz schwach erkennen, diesen Pilgerpfad. Man sieht den mit Google Earth auch nicht, aber mit dem Luftbild, wenn man mit dem Flieger drüber fliegt, dann sieht man den. Und er sieht, wie gesagt, da vorne auf diesen Bahnübergang. Wo hier über das Feld drüber fährt, dann sieht man diese Erhöhung, diese Straße. Das ist der Bahnübergang, wo er drüber zieht, der Pilgerpfad. Und dann jetzt hier nach dem Bahnübergang in der Hackersiedlung verliert sich die Spur des Pilgerpfades dann gänzlich. Jetzt kann man gar nichts mehr sehen. Alles drüber gebaut. Die Zeugnisse von einst nachhaltig für immer zerstört. Aber selbst die Hackersiedlung, speziell hier dieser Streifen, war voll Jungsteinzeit. Was man hier alles gefunden hat, ist glaube ich unglaublich. Also Großumstadt gab es in der Steinzeit ab 4000, 5000 vor Christus. Da war es schon sehr dicht besiedelt. Vorbei an ehemaligen Mühlen, die es heute mehr gibt, an Pferdeweiden, geht es aus Großumstadt raus Richtung Reibach. Und dann auf den Pinselberg, auf die römischen Straßen, weiter auf den römischen Straßen. Leicht bergauf. So, dann hab's geschafft, bin schon durch Reibach durchgefahren. So, vor mir liegt der Pinselberg. Ein hartes Stück Arbeit. Die zwei Hübschen. Das zweifarbige Pferd.
Durch die neue Straßenverkehrsordnung sollen wir manchmal überholen vom Fahrradfahrer und mehr Platz lassen. Ein Fahrradfahrer sind ja keine Schienenfahrer. Und manchmal muss man schon noch über die Landstraße fahren. Er hat jetzt mal genug Platz gelassen. Da sind eben schon drei Vögel an mir vorbeigefahren, so eng, da würden die über die Leitplanke drüber springen, wenn das bei ihnen beinahe machen würde. Also ohne Ehe ist wirklich so. Das Ortsberg. Im Schweiße deines Angesichts sollst du den Berg bezwingen. Das sind die Windräder am Münzelberg. Gleich bin ich oben. Wenn man jetzt hier oben hochgefahren ist, am Binzelberg Richtung Wald-Ammerbach, da geht es hier an diesem Schild wieder in eine römische Straße hinein. Das wissen die wenigsten, dass das eine römische Straße ist. Denn wir sind jetzt ja ganz in der Nähe des Parkplatz Alter Steinbruch. Hier vorne geht es wieder zum Rödelshäuschen. Und hier drauf, auf dieser Fläche, liegt da, wo die Bäume liegen, unten drunter ein verflachter Grabhügel. Die Grabhügel, die ziehen sich dann da drüben im Wald nach dem Parkplatz Alter Steinbruch weiter. Das habe ich im letzten Video ja schon mal gezeigt. Der ist schon Rödelshäuschen gegangen und wir machen jetzt mal hier den Abbieger hier in den Wald hinein. Und dennoch hat dieser Wald etwas Mystisches. Ruhe. Und an dieser fast ausgetrockneten Matschpampe im Weg erkennt man, was hier im Wald los ist. Viele Tiere. Bei Trockenheit, die suchen natürlich alle Wasser. Und vom Weg aus kann man ihn erkennen. Den Grabhügel aus der Bronzezeit. Da ist er. Laufen wir jetzt gerade mal hin. Und da liegt er ganz unscheinbar im Wald, das Hügelgrab. Man kann es aber erkennen, dieser runde Charakter, den dieses Grab hat, den diese Gräber alle haben. Wenn wir diese Stellen mit den Bäumen darüber sieht, erkennt man den nächsten großen Grabhügel. Die Grabhügel in ihrer Form, in ihrer Anordnung, haben immer etwas mit Dreiecken gemein. Nicht immer, aber doch sehr oft. Ich hab's gewusst, wenn die spitzen Äste in die nackten Beine reinbrechen, dann gibt es auch schon das fette Blut, da sieht man's. Hat mich eben schon mal ein bisschen erwischt. Ja, ist nicht so ungefährlich im Wald, da muss man immer aufpassen. Da hat man sich ruckzuck
manchmal ganz schön böse verletzt. Aber man kann ganz gut erkennen den Grabhügel aus der Bronzezeit. Ganz schön groß. Da liegen ganz schön viele Leute drin. Das sieht man jetzt. Friedlich im Wald. Da kann man es jetzt gerade mal aufzeigen, so am Rand. Das sieht man, wenn man so hinguckt, diesen runden Charakter. Und da wieder der Zwieselbaum, der Baum, der so eine Welle macht. Und hier die Beraubungsstelle, die jetzt aber aus neuerer Zeit stammt. Das waren dann diese Raubgräber, die es leider auch gibt. Und die sind da unter den Sonnengängern, sind die eigentlich ganz schön geächtet. Mit denen will keiner was zu tun haben. Denen ihre Taten kann man im Leben nicht bestrafen. Die kann man erst im Tod bestrafen. Deswegen möchte ich mit solchen Kameraden nicht tauschen. Denn sollte das mit dem Weiterleben nach dem Tode kein Märchen sein, wer weiß, was einen dann erwartet, wenn man die Toten bestohlen hat. Und das, was man jetzt hier genau neben diesen Grabhügeln und auch neben der römischen Straße sieht, das ist die Trockenheit, die Klimaerwärmung und der Käfer. Ganz wenige haben sie stehen gelassen, es sind wohl die, die nicht befallen sind, die anderen sind alle tot. Was das für Riesenlöcher im Wald macht. Wahnsinn. Das stimmt mir schon ganz schön traurig. Wir sind auf der römischen Straße, die genau parallel zu der heutigen Straße verläuft. Beide Richtung Dorndiehl. Natürlich nur kurz, ich will nur kurz noch was zeigen. Ja, hier gibt es riesenhafte Lücken im Wald. Da sieht man, alle sind umgefallen. Die Trockenheit, dann Sturm, dann Tod. Das ist hier nur eine römische Straße. Da kann man jetzt gleich mal sehen, mit diesen römischen Straßen, dieser gerade Charakter, den diese Straßen haben. Kerze gerade. Ja, die Römer, das waren schon super Baumeister in Straßen. Diesem Weg, da geht es dann schon runter in Bachgau, da kommt man wieder an zwei Hügelgräbern vorbei. Da ist es, dieser große Grabfrevel, diese Jäger. Ach, ich brauche ein bisschen mehr Sicht für meinen Hochsitz, da baue ich ihn doch gleich da auf den Berg. Dass der Berg natürlich ein Grabhügel aus der Bronzezeit ist, 5000 Jahre alt, das wissen die gar nicht. Und hier drüben ist noch eine. Dann schon vom Weg angeschnitten. Aber der ist schon erkennbar. Und der ist natürlich auch großflächig ausgeräumt. Wobei hier wieder die Ausräumung, das sieht man ja, wie es gemacht ist, schon wieder um 1900 erfolgt sein kann. Weil es so groß ist. Das ist diese 1900er Ausgrabungen, die zeigen sich nämlich dadurch, dass sie so groß angelegt sind. Wobei der noch ganz aussieht.
Die Hügelgräbe in unserem Wald. Oft nur als Aufschüttung gesehen, in Wirklichkeit aber Hügelgräbe. 5000 Jahre alt. Dann ganz unscheinbar auf der Seite liegend ist noch eine. Und da sieht man es wieder. Der Baum und dieses Hügelgrab. Das sind also drei Stück. Das ist das hier. Das hier vorne am Weg. Das da drüben, wo der Hochsitz draufsteht. So, jetzt ist an einem schönen Zwieselbaum hier vorbei, der Doppelkrone. Und dann an dieser geraden Fläche, wo dieses angeschnittene Hügelgrab hinten drauf ist, Richtung der Windrede. Da kommt jetzt schon das erste Hügelgrab auf der Seite. Da sieht man es. Da vorne sieht man gleich das zweite nebendran. Da. Dann hier drüben der Hügel. Der auch eins sein könnte. Da ist jetzt der Binselberg. Da können wir uns jetzt diese milchige Smogsuppe angucken. Da im Rhein-Main-Gebiet. Staub von den Bauern, Abgas. Zum Glück nicht so viele Flieger am Himmel. So viele Lebensmüde fliegen doch nicht durch die Luft. Und weiter geht's auf der eigentlichen Straße, die hier vor der asphaltierten Straße nebendran gewesen ist. Es fällt einem sofort die Rollierung auf, diese Pflasterung dieser Straße. Ja, heute nach so langer Zeit noch super intakt ist. Denn die Römer dürften sie auch genommen haben. Noch deutlich sichtbar die ehemalige Pflasterung. Polde, die Polde! Und da sieht man die Erklärungstafel zum Binselberg. Muss man hier das Video wieder anhalten, dann kann man das mal lesen, was hier alles los war. Wir sind jetzt angekommen auf dem Parkplatz auf der Oberhöhe, mit dem Kinderspielplatz und dem Grillplatz. Und hier hinten im Wald gibt es auch ganz viele Hügelgräber. Und auch hier ist wieder ein Hügelgrab vom normalen Waldweg durchtrennt. Man sieht sofort die Bäume, diese verbogenen Bäume, die auf dem Hügelgrab draufstehen. Da sind sie. Und der Weg geht praktisch mitten durch das Hügelgrab durch. Hügelgräber gibt es da hinten weiter auf dieser Fläche. Man sieht ja, wie es hier aussieht. Die kleinen Plagegeister sind hier überall. Deswegen gehe ich da heute nicht so weit hinten rein. Und
So weit brauchen wir gar nicht zu laufen. Hier ist dann auf der linken Seite der nächste Grabhügel. Und dann auf der rechten Seite wieder der nächste Grabhügel. Also hier reihen sich die Grabhügel aneinander auf der Oberhöhe. Hier oben sind nochmal Hügelgräber. Und darunter geht es in den Bachgau. Das römische Land oder das Land der Bronzezeit oder das Land der Kelten, was man auch immer dazu sagen möchte. Hier gibt es ganz, ganz viel Geschichte im Boden. Da vorne, wo die Kamera jetzt hindeutet, da ist was, sind Hügelgräber im Wald und römische Hinterlassenschaften auf den Feldern. Hier rüber, in dem Wald, sind die Buchholzgräben. Zum Naturschutz so ein Grabengebiet in der Nähe von Schafheim. Und wo ich jetzt hin deute, da am Waldrand vorbei, geht der sogenannte Schiffsweg. Das war der Weg der Römer, den die Römer genommen haben zum Verladehafen nach Nilkheim. Man kommt aber weiter an den Main und dann auch zum Kastell nach Stockstadt, wo die hohe Straße, die da hinten irgendwo vorbeiläuft, auch hingeht. Also man sieht, die Römer haben verschiedene Punkte gehabt, auf jeden Fall sind sie über den Binzelberg auch drüber gekommen, um dann nach Stockstadt und nach Nilkheim zum Verladehafen zu gelangen. Jetzt gucken wir uns mal noch ein bisschen den Schiffsweg an. In diesem Gebiet gibt es ganz viele Steinzeitsiedlungen und viele römische Wege. Überall hier. Das sind praktisch die Zubringer aus dem Odenwald, die dann darunter gehen zum Main. Der fruchtbare Bachgau. Und hier oben, wie gesagt, der Schiffsweg. Da vorne, wo der Hochsitz ist, ist nur so ein kleiner Hohlweg innen drin und da ist der Schiffsweg. Also dieser römische Weg. Das ist nicht heute, das ist nicht dieser heutige Weg, den wir jetzt hier sehen, sondern das sind immer Wege, die sind meistens im Gebüsch versteckt. Da der Binzelberg mit seinen Windkraftanlagen und hier dieser Hohlweg, der da drin liegt. So ganz schlecht sieht man ihn, aber man sieht ihn schon, hier sieht man ihn. Das ist der römische Schiffsweg. Ist der Weg rausgegangen, dann ging er über das Feld drüber. Da vorne, wo man die Böschung sieht, da ist auch noch mal so ein Stückchen von ihm zu sehen. Wenn man jetzt da runter guckt, da sieht man diesen weißen Schornstein. Und der weiße Schornstein, das ist die Papierfabrik. Das römische Kastell am Main. Da, wo die hohe Straße hinzieht. Und da unten, wo man die Industrie sieht, das ist Nilkheim. Da hat man beim Möbel Kempf in Nilkheim einen römischen Verladehafen gefunden. Und da sind diese Wege hingegangen. Und zwischendrin sind lauter Siedlungen aus der Eisenzeit. Schon in der Jungsteinzeit waren dort Siedlungen. Also ein ganz kulturhistorischer Weg und eine ganz kulturhistorische Gegend. Denn hier haben sich auch die ersten Franken niedergelassen. Handwerksleute, die dann hier dieses Land urbar gemacht haben. Ja, Geschichte unter unseren Füßen, direkt vor der Haustür. Und die Käfer da unten ist Ratheim und Moosbach. Da vorne kommt so ein Turm. Das ist der Wahrturm. Das ist auch eine Landwehr. Das ist also ein Passierturm, ein Mautturm. Da haben die Leute Maut bezahlt. Im Mittelalter. Der Übergang zwischen den Königreichen, Hessen und Bayern. Und da gibt es auch unheimlich viele Sachen aus der römischen Zeit und aus der Steinzeit. Da ist auch die Landesgrenze Hessen-Bayern. Die Straußen. Was ein Vogel.
Der ist auch 2 Meter groß. Und da steht dann noch mehr von ihnen. Die Straußenfarbe mit Radhalm ist das. Die 3 Daltons. Und hier oben ist auch noch mal was Besonderes an dieser Straußenfarm. Das ist nämlich hier auf dem Feld ein germanischer Tingplatz. Das ist halt auch erklärbar mit dieser Aussicht, die hier ist. Weil hier hat man einen tollen Rundumblick. Es gibt noch so einen Tingplatz in Neudorf über Ammerbach am Bayerischen Untermain. Und vorne ist der Taunus. Das ist der Feldberg mit seinem Turm oben drauf. Und daneben dran ist der Altkönig mit diesem Keltenringwall. Die Stelle, die eignet sich hervorragend für einen Tingplatz. Das hat man in den 80ern mit einer Prospektion nachgewiesen, also mit so einer Art Bodenradar hat man das nachgewiesen, dass hier auf diesem Platz ein germanischer Tingplatz ist. Dann haben sie das Geld gehabt und wollten das machen, wollten das ausgraben und erforschen. Und dann haben sie an anderer Stelle das Geld gebraucht und dann ist dieses Projekt wieder in der Schublade verschwunden. Und jetzt, 40 Jahre später, hat man es immer noch nicht wieder aus der Schublade rausgeholt. Also schlummert der Tingplatz der Germanen da, bis irgendwann mal das Geld haben, um den wieder rauszuholen, um den mal näher zu erforschen. Aber da ist er. Eine wahnsinnige Gegend, wo wir wohnen. Da vorne, das ist der Ahnenkamm im Spessart. Mit dieser hohen Erhebung. Der war mit Sicherheit in der Römerzeit, in der Keltenzeit auch sowas wie eine Signalstation. Da oben Eichelsbach. Da. Und da oben gibt es auch total viele Hügelgräber. Da hatte Elmar von Haxthausen die Hügelgräber alle geplündert bzw. ausgeräumt. Da vorne ist das Kohlekraftwerk Staudinger in Groß-Kotzenburg. Dann heute Abend das schöne Licht nochmal. Der Binselberg, Groß-Umstadt im Krankenhaus, die Weinbergin, dann die Resopal mit dem stinkigen Schornstor, dann das Rondell, dann das Otzberger Land. Mit den Zipfen und mit Otzberg-Hering. Und dann dahinter, wo ich jetzt gleich hin muss. Das war eine super schöne Tour.